Das ist natürlich leider ein bisschen verschwendet, aber egal. Hallo. Hallo. Oh mein Gott, die bewerfen mich nicht auf mich. Die bewerfen den Pfeil nehme ich gerne mit. Wie viel kann ich behalten? So, ich brauche einen pinken Baum. Das nehme ich mit. Oh mein Gott, was war das für ein Baum vor unserem Haus? Dieser große? Der wird der war aus der Dimension, wo wir auch die Büchse her haben. Maple. Okay, ich brauche einen Maple-Settling. Maple. Ja, Silk natürlich nicht. Ich meine, ich habe jetzt hier gerade Paris, the Librarian, ganz hoch getradet. Mal schauen, wenn ihn noch nicht ganz hoch, glaube ich. Ich glaube, da geht noch ein bisschen was. Haben wir keine Saplinge von dem? Ich glaube nicht. Heißt, ich muss den jetzt abbauen. Right. Ernsthaft? Okay. Oh mein Gott. Wait, ich habe mich eiskalt verschrieben. Warte mal. Okay. Ich sehe trotzdem keine Saplinge davon. Nein, unser Amboss ist tot! Oh, haben wir überhaupt genug Stein? Eisen? Sollten. Natürlich bin ich blind und das reicht gerade so. Aha, zwei Setzlinge habe ich davon bekommen. Welche Farbe hat das Holz? Oh. Oh, damit kann ich, glaube ich, was Schönes bauen. So heißt es, ich brauche jetzt Bone Meal. Baumpflanze. Okay, 6 Bone Meal hat nicht gereicht. Interesting. 18 Bone Meal, let's go. Oh Gott, ist der riesig. Ich wollte gerade schauen, wie groß er ist, aber da war er schon weg. Das ist normale. Oh, jetzt haben wir erst genug Saplinge davon schon. Da, schau, was das für ein Oschi ist. Ja. Schönes Ding. So, da ich nur 6 von den Bamboo brauche, pflanze ich den Rest wieder an. Du weißt genauso gut wie ich, dass es überhand nehmen wird, ne? Natürlich. So wie alles andere hier. Ich sehe. Oh Gott. Das wäre eigentlich wir könnten eine automatische Ofen bauen mit dem Bambus. True. Weil du den Bambus ja als Brennstoff verwenden kannst. Es wird gerade Nacht, oder? Keiner erzählen, dass wir so wenig Knochen hätten. Kann doch niemand erzählen, dass wir keine Strings haben. Da sind 2. Ich mag es übrigens nicht, dass hier nur noch ein Werkbank ist. Du dachtest,
dich jetzt, will mir nicht auffallen. Lass mich hinlegen. Nee, alles gut. Ich will mich einen Pfeil im Arm stecken. Was sind die Besten? Was, morgen ist schon wieder Mittwoch? Ah! Ich krieg Night Vision von dem Glow Squid. Ah, du hast gerade was in unserem Büschchen gestorben, eine Fliege oder so. Alter. Überwältigend. Ich will gar nicht wissen, wie oft ich jetzt Bäume fällen muss. Ich sollte mal meinen Todespunkt hier wegmachen. Oh, da ist ein Creeper bei unseren Hühnern drin. Was? Das ist ja auch geleuchtet? Doch, schon. Ich weiß nicht, wie der da reingekommen ist. Ich werd sehr oft meine Spitzhacke reparieren, ne? Lassen müssen, weil ich kein Unbreaking drauf habe. Oh Gott. Aber FE4 und Mending. Hauptsache schon mal das. Ja. Heißt, das wird noch mal ein bisschen länger dauern, meine ganze Konstruktion hier. Das ist gut. Noch ein paar Blümchen und so hin. Sieht das doch gar nicht Blümchen? Schön aus. Oh no, warum bin ich hier reingesprungen, ich Trottel. Weißt du, was ich in dem Projekt mag? Mich. Interesting. Hatten wir in den letzten 4 Folgen so viel reden und jetzt schimmel hier, Digga. Es spät wird. Ich hab kein Bier. Oh nein, die Bierpolizei. Du hast sie enttäuscht. Erstmal weggetasert werden. Polizeigewalt! Ja! Hat noch niemanden die Chance. So ein bisschen Polizeigewalt, das schadet niemandem. Siehst du, wären wir jetzt schon größer, dann wären wir jetzt am Ende. Meinst du mit größer? Achso. Glaubst du, das wird irgendwann auf uns glauben. Zurück? Ja! So alles, was wir jemals gesagt haben. Irgendwann. Maybe, ja. Glaube ich nicht. Ich muss mal wieder ein paar Shorts machen. Hast du ja gleich Shorts meine ich die zum Anziehen. Vorlage. Was hab ich? Hast du jetzt schon mal ein gutes? Ja, aber das ist noch zu neu. Ich habe hier sogar einen Zettel liegen, auf dem ich Short-Ideen habe.
Nice. Habe ich mir in der Arbeit geschrieben. Brauchen wir Kupfer für irgendwas? Ach, du wolltest mit Kupfer bauen, also ja. Ja, vielleicht irgendwann. Also lass ich es liegen. Oh, das ist so AIDS, wenn die Spitzhacke keinen Unbreaking hat. Ja, verständlich. Willst du meine Dinge nehmen? Mit Vein Mining, da baust du mir auf einmal ab. Könnte ja Ja, ich. Markbestellen vielleicht unpraktisch sein, aber in der Mitte wird es ja gehen. Ja, lass mich mal schauen. Okay. Baut schon ein gutes Stück ab. Schere wollte ich. Ja, da haben wir genug. Scheiße. Ist krass, ne? Die ist mal richtig krank. Ah, die baut schon einiges ab. Wo haben wir denn Scheren? Scheren? Ja. Sehe ich nicht. Du hast gesagt, da haben wir genug. Hast du nicht Erde gesagt? Nee. Ich habe Erde verstanden. Aber von Erde haben wir genug. Jetzt sieht das mal aus wie eine richtige Baustelle hier. Ein bisschen Chaos hat gefehlt. So, auf welcher Ebene bin ich eigentlich hier oben? Ich wollte nämlich nur 12 nach unten gehen. 80? Heißt 80 minus 12 sind 68. Hier unten bin ich bei 69. Perfekt. Du aussiehst nicht so. Oh, das sieht ja mal anders geil aus. Ich glaube, dass ich auf 13 runter muss. Auf 69. Auf 67. Oh, mein Inventar ist voll. Deine Spitzhacke wird halt sehr schnell kaputt. Ja, obwohl, wie hat die Haltbarkeit? Ja, eins. Oh ja, dann sollten wir das nach oben schauen, weil dann wird die wirklich krass. Ja, wir bräuchten eigentlich einen Villager, der uns Unbreaking tradet. Aber Hast wir du haben nicht keinen einer Freien mit mehr. Unbreaking 3? Nee. Nee, Fe3. Ah, der mit Fe3. Ja, und nur durch Handeln wird die halt wirklich sinnvoll repariert, weil mit Dias habe ich schon so oft getan, dass es Ja. nicht gut wäre dann. Ja, verständlich. Einen der abgelegenen vielleicht. Es gibt mir wieder solche Keller-Vibes. Just saying. Kannst du nicht auf diesem Baum hier landen? Doch. Wollte gerade schon sagen, du tust es doch sonst immer so gern. Das müsste schon reichen. Warum baust du den nicht ganz ab? Ich wollte gerade einen Baum abbauen, aber der will den nicht ganz abbauen. Ist er zu groß? Nee. Hast du gesneakt? Scheiße. Das erklärt's natürlich, ne? Das mit dem Sneaken vergesse ich auch oft. Er macht es trotzdem nicht. Ja. Und meine Axt ist gleich tot, meine Gute. Vielleicht ist die zu Naja. kaputt dafür.
Ja, da bleibt das bisschen jetzt hier in der Luft hängen. Bis ich mitten im Wald sie kenne. das sind die richtigen Einstellungen. Irgendwann in 3 Jahren finde ich sie da. Ja, das sieht wirklich krass aus bei dir da unten. Ich dachte halt, du baust nach oben und nicht nach unten, ne? Nee, 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 ich bin noch unten. Das war natürlich nicht bewusst. Ja, jetzt schon. Ja, jetzt schon. Ganz schnell gleich hinlegen, sobald es soweit ist. Ja, ich suche gerade noch kurz Eisen. Eisen liegt in der äußeren Kiste. Das sind, glaube ich, unsere letzten 20. Ne, da sind noch 35 drin. Muss bloß ein bisschen Level investieren, um meine kaputte Axt wieder zu reparieren. Eine Eisenaxt? Ja. Wieso? Wir haben den Villager uns bessere Tier-Äxte getradet, dass du eine Eisenaxt haben kannst. Ich weiß nicht warum. Warum ich nicht? Ich weiß es nicht. Ist halt ein einfacher Mann. Ah. Ich genieße die einfachen Dinge im Leben. Ich liege in meinem Schlafsack. Oh, sorry, ja, warte. Sack, sack, sack. Nein, oh Gott, wo habe ich den hingelegt? Das Every ist geschnitzt wird. fucking time! Kalt. Also. Ich sehe ein Licht. Ich habe noch kein Bier. Wie konnte das passieren? Was ist denn mit dir? Ich bin halt so im Baumodus und dann komme ich nicht Oh, dazu, hält das mir. Dorf, es läuft in 50 Sekunden ab. Ja, leider. Ja, ich glaube, wir haben das gut ausgenutzt. Ja, glaube ich auch. Es wäre halt wirklich so ein. So ein Outpost wäre halt geil. Outpost wäre richtig geil. Wenn wir uns das öfter holen können. Weißt du, sind das die ersten Pillager, die wir gesehen haben? Stimmt. Zwei Semmeln im Glas. Ein Semmeln im Glas. Aber der hat eine Bedienung zu uns in Wien gesagt. Das war so eine eher bayerische. Das sah echt recht bayerisch aus. Großer Raum, viele Leute, Okay. Tische. Wenn Ja, man sich halt in bayerisch bayerischen. bisher, großer Raum mit Tischen. Ja, sah halt bayerisch aus. Ich weiß nicht, wie ich es besser beschreiben soll. Und da hatten wir so eine Bedienung, die war halt, keine Ahnung, die war irgendwie auf Crack oder so. Safe Call. Ja, halt die ganze Zeit irgendwie so, ja, dann ist sie mal wieder dahin gegangen, dann war sie wieder bei uns beim Reden und so. Ja. Ist ja schon damit begonnen, dass wir reingegangen sind, so, yo, es war an dem Tag, an dem in Wien auch keine Maskenpflicht mehr war. Ja. Wien war ja das letzte Bundesland in Österreich. Und ja, wir hatten Maske rein und dann gleich so, nein, 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 keine Maske mehr, Maske ist keine Pflicht mehr. Wohl 2 Stunden vorher musste man noch tragen, dann wurde das erst beschlossen. Wow. War ein bisschen verwirrend dann. Dann sind wir rein, haben uns dann hingesetzt, auf so einen Tisch, auf so einer Erhöhung oben. Und irgendwann kam dann halt so die Bedingung, ja, Äste und Zweige. Was? Was? Ja, die wollen ja dann 2G sehen. Äste und Zweige. Ja, ich verstehe immer noch nicht, warum. Aber auf jeden Fall, ja, haben wir dann halt mit dir so ein bisschen geredet, so, yo, wir würden gerne nur was trinken. Zwei Bier, yo, zwei Semmeln im Glas, kommen sofort. Und ja. Was? Die war halt richtig aufgedreht. Später haben wir dann gesagt, wir wollen doch lieber was essen. Dann hat er gesagt, nee, geht nicht. Wir haben vorhin gesagt, wir wollen nur was trinken, geht nicht. Jetzt hat die mir so auf den Sack gehen. Ich fand's cool. Und so viel zu meinen Abenteuern in Wien. Ich habe mir sowieso überlegt, ob ich nicht so Urlaubsvideos machen will. Nein! Urlaubsvideos Also gleich. nicht. Ja, nicht direkt Vlogs, sondern einfach, wo ich am Ende so ein bisschen über meinen Urlaub rede. Wollte ich eigentlich schon zu letztes Jahr Sommer machen, ne? Mit Island, aber ja. Ja, du warst in Island, stimmt. Ich war in Island, ja. Ich habe heute erfahren, dass ein Lehrer von mir jetzt auch nach Island fährt. Oh, Der nice. dann nicht auf Teams ist. Ah, der. Ja, genau der. Ja, eigentlich wollten sie nach Japan, aber gesagt, das sind die Einreiseregeln so hart, da haben sie doch gesagt, Japan? sie. Ja, anscheinend sind die recht hart bezahlt. Ah.
Da gesagt, ja, und dann schieben sie das noch ein bisschen auf und machen jetzt Island. Island war cool. Ja, glaube ich dir. Ich muss aufpassen, dass ich jetzt nicht im Reden meine Spitzhacke übersehe und die dann kaputt geht, weil dann setze ich mich in eine Ecke und heule. Ich meine mit, weil es ist meine. Nee, deine habe ich schon in mein Inventar gelegt. Die ist schon in Sicherheit. Die war schon, die ist Ah, nämlich schon fast tot. okay. Jetzt wird noch ein bisschen feinjustiert mit meiner und dann. Ich muss sagen, das, was ich hier gerade schaffe, ist wunderschön. Ich muss mir überlegen, wie ich das Ganze so hinbaue. Weil ich weiß, wie es aussehen soll am Ende, aber ich weiß noch nicht, welche Blöcke ich verwende. Alright. Okay, dann mache ich noch eins, zwei, eins, zwei, drei, vier. Okay. Vier davon noch und dann noch Blümchen. Natürlich nicht die, weil die passt dann farblich nicht dazu, sondern eher du. Habe ich hier noch ein paar? Da, von den großen noch, genau, die habe ich gesucht. Ach ne, ihr nicht. Kannst du mir mal einen Gefallen tun? Wenn du dann zurückkommst, kannst du mal unten bei mir in der Cave die Steine einsammeln gehen. Kann ich doch machen gleich, ja. Weil mein Inventar und Rucksack sind voll. Oh, hier wachsen einfach Kartoffeln im Wald. Krass. Nimm die nicht mit, die sind giftig. Da habe ich draufgeschissen. Schön zu wissen. Ja. Steht aber ein Skelett mit Eisenhemd, Digga, what the fuck? Und schon wieder ein Stampelt. Ah, Mann. Das will ich aber jetzt hier noch fertig machen. Vorher wird die Folge nicht beendet. Natürlich. Ich kann es sagen, es sind 100. Achso. Ich habe mehr Steine als Kobbel. Der Sprung verkackt. Dieses Nein jetzt, Alter. Find schön, wie der Baum jetzt weg ist. Aber diese scheiß Blaubeeren immer mehr werden. Wir werden ein Problem kriegen. Platztechnisch. Wieso? Weil ich immer mehr Stein und Kobbel hierher bringe. Oh no. So, dann werden jetzt. Ich will es erstmal mal schauen. Ich habe jetzt hier Villager. Mit einem Blast. Für, ich weiß nicht, ob wir das Blast für das oben haben. Grotti? Ja. Da steht ein Pillager neben meinem Drache. Mit Hut oder ohne Hut? Noch ist er alleine. Dann lass den mal alleine. Greif an, Drache! Da ist einer mit! Oh nein. Lass mich noch preparen, bevor du wiederkommst. Nee, mein Drache hat ihn gekillt, alles gut. Ah, oh, das ist enttäuschend. Ja. Ich dachte, er greift wenigstens den anderen an. Hat aber nicht. Ich kann trotzdem mal ein paar Pfeile kaufen gehen. So, da brauche ich nur noch die vier Dinge. Das nächste Mal, wenn wir hierher fliegen, kommst du mit. Ich? Ja, ich habe dir wieder was gemacht. Oh, cool. Hi, Jungs! Wer verkauft den Pfeile? Einfach auf dem Pfeile.
Lisbeth! Jetzt hätte ich schon wieder fast mein Ding da reingeworfen. So, dafür brauche ich... Ach, wie ging das? Wie ging eine scheiß Laterne, Digga? Ich habe Laternen. Hast du? Ja, habe ich gekauft. In einer der äußeren Kisten. Ich glaub, ja, da habe ich schon welche mitgenommen. Achso, hast du es? Sind es zu wenig gewesen? Vier fehlen mir. Oh Gott, der ganze Stein. Aber vielleicht sind da noch welche. Vielleicht habe ich was übersehen. Ansonsten mit ansonsten Fackeln in der Mitte und sonst Eisen. Ja, genau, die Eisen. Nuggets! Schön, dass ich noch drin gehe, aber ich letztens extra einen noch draußen gestellt habe. Ah, gut, dass wir noch genau 5 Nuggets drin hatten. So, dann. Wo stehen die Sonne gerade? Ach, die geht gleich unter, natürlich. Alright, dann. Ja, da unten ist ja noch genug Wald. Ich hab den ja noch nicht mal halb abgeholzt. Du kannst auf dem. Auf der Plattform mittlerweile landen, die ist fertig. So, dann komme ich gleich zu dir. Zack. Zack. Oh, cool. Ja, auch so richtig die Details damit reingearbeitet. So, dass. Oh nein, ich bin hier reingesprungen. Also, das ist cool. Büschenblumen cool. Und die Laternen aus Fackeln auf Steinen. Vielleicht noch so ein paar Blaubeerbüsche? Oh, wenn sie reinpasst. Fische? Fische, definitiv, ja. Ich überlege, ob ich ins Wasser noch was machen will, weiß nicht. Die Frage ist, was mache ich dann hier rüber? Bin mir nicht sicher. Könntest du eine Hecke machen? Hier oben ist es nämlich relativ kahl noch. So eine Hecke oder wie nennt man es? Keine Ahnung, so Blumenbeet, aber Blumen sind es hier schon. Ganz schnell hinlegen. Jo. Vielleicht nur noch Normalbäume mit ein paar Blumen dazwischen. Kann man auch machen, ja. Auf der oberen Ebene und unten wird dann eh ein Weg hier noch entlang gemacht und vielleicht ein paar Bänke, ein paar Laternen und. Wenn man schön die Drachen beobachten kann, die da vom Meer rauskommen. Scheiße, wir haben das hier unten ja. Oh nein, was habe ich getan? Und hier unten könnte man so ein Steg hin machen. Ja. Ich weiß ja noch nicht mehr, was ich auf das ausmachen will. Also. Oh, ich bin jetzt richtig stolz auf meinen kleinen Wald hier. Ja, sieht richtig cool aus. Schön, dass ich alles mache, bis auf das Haus, weil ich noch keine Idee habe, was ich machen will. Gut, ich sage, das war's mit der Folge. Lasst ein Like und ein Abo, wenn es euch gefallen hat. Ciao, alles. Oh no, ich wäre fast volle Kanne in die Blaubeeren geflogen. Lasst ein Like und ein Abo, wenn es euch gefallen hat. Ciao, alles, kommt mir vorbei. Ciao, passt der Twitch-Kanal vorbei. Morgen 17 Uhr geht's weiter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.